Moin Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Mass Effect mit dem Punkt. Ja, ne, jetzt haben wir endlich die offizielle Zulassung, dass wir mit unserem Schiff Saren verfolgen können. Ja, ich glaube, diese Folge, ich gehe nochmal zurück zu Joker, wird eher auch wieder eine Laberfolge, weil wir jetzt erstmal unser Team befragen und Situation zum letzten Dingens und nach draußen schauen. Ganz wichtig. Oh. Ha, Codex. Commander, etwa noch eine Frage? Ah, jetzt können wir nicht noch mal ein bisschen was über Joker erfahren. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Ja, das ist so. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Ja, diese Krankheit, das ist wirklich nicht optimal, so um beim Militär zu arbeiten, aber er ist ja Pilot, da geht das noch gerade so. Tut mir leid, Joker, ich wusste gar nicht, dass Sie krank sind. Das heißt, Sie wussten gar nicht. Ach, Scheiße. Okay, ich habe das Frohlich-Syndrom, Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Joker ist so lustig. Daher kommt ja auch sein Spitzname. Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist. Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Sie weichen meiner Frage aus. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. Why so serious? Joker von Batman, ne? Warum haben Sie denn nie gelächelt? Ich habe mich voll in die Flugausbildung reingehängt, Commander. Man kommt in dieser Welt nicht voran, wenn man grinsend wie ein Idiot durch die Gegend läuft. Verdammt. Am Ende des Jahres war ich der beste Pilot der Akademie. Sogar besser als die Ausbilder. Und alle wussten das. Das so kränklich wirkende Bürschchen mit den dünnen Beinchen hat es allen gezeigt. Dreimal dürfen Sie raten, wer bei der Abschlussfeier am breitesten gegrinst hat. Ich muss mehr über dieses Frohlich-Syndrom wissen, wenn ich Ihnen mein Schiff anvertraue. Natürlich. Es ist eine extrem seltene Krankheit. Niemand weiß genau, wodurch sie ausgelöst wird. Vielleicht genetisch bedingt. Man kann sie behandeln, aber nicht heilen. Ich gelte als mittelschwerer bis schwerer Fall. Bei meiner Geburt hatte ich mehr als ein Dutzend Brüche. Hüften, Oberschenkel, Sprunggelenk. Schon in der Gebärmutter brachen meine Knochen. Noch vor 100 Jahren hätte ich das erste Lebensjahr nicht überlebt. Aber dank der modernen Medizinwissenschaft darf ich mich ein nützliches Mitglied der Gesellschaft nennen. Es besteht aber nicht die Gefahr, dass Sie sich nur durch das Fliegen des Schiffs die Knochen brechen, oder? Ich fliege nicht mit meinen Füßen, Commander. Alles kein Problem, solange ich in diesem Stuhl sitze. Ich muss nur sehr vorsichtig sein, wenn ich aufstehen und pissen muss. Ich kann meinen Job so gut wie jeder andere auf dem Schiff erledigen. Und sogar besser. Also keine Sorge. Ich wollte Sie nicht vor den Kopf stoßen. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Nur zu, Commander. Ja, damit haben wir Joker auch erstmal abgehakt. Ich muss gehen. Bis dann. Ja, ist schon ziemlich hart, mit Glasknochen auf die Welt zu kommen, ja. Also, man kann nicht mal genau. Man kann nicht normal nach draußen spielen gehen oder ähnliches. Bei jeder kleinen Erschütterung in dem Bein oder Schlag drauf, wenn sie sofort brechen, ist das schon hardcore. Presley, sprich mit mir. Hey, Junge. Er will nicht mit mir sprechen. Hallo? Ignoriert mich nicht. Ja. Arsch.
So, können wir hier was erforschen? Ja. Hier funktioniert die Taste wieder. Aber mit Presley kann ich nicht sprechen. Der ignoriert uns einfach, die Sau. So, jetzt vielleicht? Nein, nicht? Ah. Tür, öffne dich. Ha, sprachgesteuert. Ah. Ja, apropos sprachgesteuert. Das ist wirklich ein sehr interessantes Spiel. Kennt man bestimmt auch aus Tom Clancy's End War, dass man seine Truppen, also ein Strategiespiel, seine Truppen durch Sprachsteuerung bewegt. Oder bei Binary Domain seine Truppen sozusagen Befehle gibt wie Deckung, Angriff, beweg dich dahin und so weiter. Aber das alles ist noch nicht wirklich ausgereift. Also ich hatte da arge Probleme, der hat überhaupt anfangs mein Mikrofon gar nicht erkannt. Das wäre auch bestimmt ein lustiges Let's Play, wenn ich die ganze Zeit so, Deckung, Angriff, Schießen, ins Mikrofon rufe. Aber ich glaube, das dauert noch, bis ich das Let's Play. Ich habe erstmal echt genug von diesem Spiel, muss ich sagen. Ja, machen wir hier mit Mass Effect weiter. Nicht lange diskutieren, weiter. Oh, ist das heiß. Boah. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Aber wir haben noch über gar nichts gesprochen. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Bis denn. Commander. Und der Spind hat sich auch noch nicht aufgefüllt. Oh. Wir brauchen Ausrüstung, verdammt. Medigel. Chuck, was hat, glaube ich, nichts Neues. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Nein. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Ja, also gehen wir in die Etage tiefer. In den Lagerraum. Und, ja, wir haben noch Zeit. Also ich hoffe mal, das schaffen wir alles in dieser Folge. Ich will ungern noch eine Folge damit verbringen. Nur mit der Crew sich zu unterhalten oder auszurüsten. Ah, ich muss ja noch Rex und Ashley ausrüsten, fällt mir gerade ein. Da hatte ich Ashley? Nee, Tali was. Mann. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Schönes Schiff. Oh. Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Jetzt ziehe dich doch nicht so. Oh. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Ja, finde ich auch. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Turianer sind schon so noch schlimmer als die Menschen. Klingt verdammt ähnlich, finde ich. Dann wurden ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt und auch ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Ja, ist dasselbe. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Oh, da haben wir ihn aber ziemlich auf den Zahn gefühlt. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten, ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Hurra! Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert. Jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen.
So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern, niemand kann das. Kroganer-Kämpfer. Bis dann, Rex. Shepard. Ja. Ja, machen wir weiter. Ich hoffe, das schaffen wir wirklich noch. Es wird knapp. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... dass wir die Einheit gerettet hätten. Du wünschst, wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Dann sei verdammt nochmal wachsamer. Oh nein, es kommt wirklich. Die Antwort ist doch ziemlich einfach. Sei wachsamer. Zu Befehl, Commander. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Chance vertan. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Nimm es nicht persönlich. Ich kann es nochmal machen. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Ja, gucken wir mal. Du wünschst... Das hatten wir schon. Nicht in diesen Hinterhalt geraten. Wir haben den Kampf gegen Synthetische nie trainiert. Die Geths sind seit 3 Jahrhunderten nicht mehr durch den Nebel gekommen. Wir müssen uns dank unseres Trainings anpassen können. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Na gut. Können wir uns kurz unter 4 Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Sir? Chief. Skipper, sagt sie später. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. You know it. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie Sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Verdammte Regeln, Gesetze, macht doch wieder Anarchie, verdammt. Die meisten Regeln gibt es aus einem guten Grund. Möglicherweise. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Regeln sind nur da, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Ja, also auch so ein typischer Saren Spectre. Hauptsache das Ziel erreichen. So kennen wir sie ja. 6/6 war es, ne? Ja. Sie gingen, weil ihnen nicht gefiel, wie sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Verdammt, Garrus regelt. Yeah. Das ist nicht das Ende der Welt. Sie werden schon bald weitaus schwerere Entscheidungen treffen müssen. Ja, da haben Sie wohl recht. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Er steht immer noch unter unserem Kommando, also Klappe, Garrus. Wenn das bedeutet, dass Sie Unschuldige in Gefahr bringen, lautet die Antwort nein. Wir machen den Job richtig und nicht schnell, verstanden? Ich wollte nicht... Verstehe, Commander. Oh. Commander, schön, Sie zu sehen. Verpiss dich, du Arsch. Was war das, Garrus? Oh, ja, nichts, gar nichts. So, sprechen wir erstmal mit dem Techniker. Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Das heißt? Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hatte ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie an Bord genommen haben. Quarianer sind immer technisch begabt, das ist so. Botschafter Udina wies mich an, sie mitzunehmen. Stimmt nicht. Normalerweise halte ich nicht viel von Politikern, aber in diesem Fall hat er uns einen echten Gefallen getan. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Nein, ich will natürlich mehr über die Technik wissen. Weh! Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen.
Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Schön, Truthahn. Was? Nein? Hä? Und es gibt keinen Weg, unseren Standort zu ermitteln. Mit einem visuellen Scan kann man uns immer noch orten. Dazu müsste man nur aus dem Fenster schauen. Aber um uns sehen zu können, muss man schon sehr nah dran sein. Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren, können sie uns nicht orten. Außer wir gehen auf Überlichtgeschwindigkeit. Visueller Scan. Warum sagt er nicht gleich aus dem Fenster gucken? Verdammt nochmal. Warum funktioniert das nicht bei Überlichtgeschwindigkeit? Bei ULG produziert das Schiff eine viel höhere Strahlung, die von den Speichern nicht aufgenommen werden kann. Wenn wir im Tarnmodus zum Sprung ansetzen, geht das Schiff hoch wie eine Leuchtrakete. Die Sensoren können unser Schiff orten, wenn wir zu ULG wechseln oder von ULG runterdrosseln. Aber bei Missionen mit kurzer Reichweite ist das IES-Tarnsystem unschlagbar. Und wir sind die Einzigen, die es haben. Noch, mein Freund. Wo haben Sie noch China und so. Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandy. Meine letzte Station war die Tokio. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zur Normandy natürlich. Erzählen Sie mir etwas über die Normandy. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Vielleicht das schnellste Schiff, das je gebaut wurde. Und das einzige Schiff mit dem neuen Tantalus-Antriebskern. Tantalus. Ja. Was ist so Besonderes an dem Tantalus-Antriebskern? Er ist von seinen Maßen her zweimal so groß wie die auf den anderen Schiffen. Das macht unser Schiff nicht nur schneller, sondern wir können auch länger bei Überlichtgeschwindigkeit fliegen, bevor wir den Beschleuniger austauschen müssen. Naja, erstmal genug Technik simpelt. Gute Arbeit. Fachsimpelei, ja. Jawohl, Commander. Kann ich da irgendwas Neues machen? Nee. Ja, okay, ich sehe schon, wir haben schon wieder die Zeit erreicht, aber das mache ich jetzt trotzdem noch mit Tali. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Ja, normalerweise. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbstgebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das ist hart. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Und da kommen wir wieder zu diesem Quarianer-Crashkurs, mehr oder weniger. Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. Deswegen müssen wir immer weiterreisen. Alles, was wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flottille leben 17 Millionen Quarianer. Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Was für Freiheiten? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Andererseits können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird.
Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Oh, das klingt fast ein bisschen als schade. Nennen Sie so Ihre Regierung? Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Captain das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Glücklicherweise sind unsere Captains heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzilrepräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Viele Infos. Dann liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten. Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser allertägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Die 5 höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese 5 Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast 3 Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur 4-mal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Wow. Ich bin baff. Ich möchte mehr über die Geth erfahren. Ich kann Ihnen kaum mehr über die Geth erzählen, als Sie ohnehin schon wissen. Es ist fast 300 Jahre her, dass Sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte Ihrer Herkunft. Was sie waren, als wir sie erschufen, und wie sie sich gegen uns gewendet haben. Interessant. Die Geth wurden ursprünglich als automatisierte Arbeitshelfer erschaffen. Zu Beginn war ihre Intelligenz auf die üblichen VI-Fähigkeiten begrenzt. Mit der Zeit haben wir einige Modifikationen an ihnen vorgenommen, damit sie andere und komplexere Tätigkeiten ausführen konnten. Damit erreichten sie zunehmend den Status echter KI-Programme. Oh, mal wieder eine Entscheidung. Oh, wow. Ja. Warum hat der Rat nicht eingegriffen und sie aufgehalten? Es war keine KI-Forschung im eigentlichen Sinn. Wir haben am Rande der Forschungsgesetze gearbeitet, aber nie dagegen verstoßen. Die Modifikationen waren so geringfügig, dass wir sie unter Kontrolle hatten. Dachten wir zumindest. Aber wir hatten die Konsequenzen des neuralen Netzwerkes unterschätzt. 1 Million gleichzeitig denkender Geth schuf eine inhärente, instabile Matrix. Ja, also im Prinzip haben die ein Schwarmbewusstsein. Jeder Geth sieht, was der andere Geth sieht. Und es gibt keinen einzelnen Geth, weil alle sind Geth. Also die ganze Geth-Armee ist ein Geth sozusagen. Falsches. Ein Intelligenznetzwerk? Viele der Logiksysteme der Geth waren darauf ausgelegt, mit anderen Geth in der Nähe zu kooperieren. Das heißt, je größer eine Gruppe war, desto intelligenter war sie. Bam, bam, bam. Dann stellen Sie zusammen ein Gemeinschaftswesen dar. Nein, das ist so nicht richtig. Sie können keine einzelnen Daten oder Informationen austauschen, die Sie wahrnehmen. Auf so viele gleichzeitige Eingaben ist Ihre Programmierung nicht ausgelegt. Jeder Geth ist auf seine eigene Wahrnehmung und Identität beschränkt. Das neurale Netzwerk können Sie nur für bestimmte Prozesse nutzen. Man könnte es die künstliche Entsprechung eines Unterbewusstseins nennen. Wenn Sie in unmittelbarer Umgebung auf andere Geth treffen, können Sie aber bestimmte niedere Prozessfunktionen koordinieren und mehr Kapazitäten für eigene oder individuelle Gedanken schaffen. Okay, dann war meine Aussage doch nicht ganz richtig. Das werden wir in Mass Effect 2 nochmal sehen, da wurde das mal von dem einen erklärt. Da treffen wir sogar auf einen Geth, der mit uns redet. Unglaublich, aber wahr. Warum haben sich die Geth gegen Sie gewendet? Je mehr wir von ihnen bauten, desto ausgeprägter und abstrakter wurde ihre tatsächliche Intelligenz. Eines Tages fragte ein Geth seinen quarianischen Aufseher nach der Natur seiner eigenen Existenz. Lebe ich? Warum bin ich hier? Wie lautet meine Berufung? Wie Sie sich vorstellen können, löste das eine Panik in meinem Volk aus. Hat diese Einheit eine Seele? Was soll an diesen Fragen so verkehrt sein? Die Geth wurden geschaffen, um eintönige oder gefährliche Arbeiten zu erledigen. Maschinen können mit solchen Arbeiten betraut werden. Aber denkende Wesen werden sich damit nicht lange abgeben wollen. Die Geth zeigten Zeichen rudimentären Selbstverständnisses und unabhängiger Gedanken.
Als intelligente Wesen hätten wir die Geth als Arbeitssklaven missbraucht. Es war abzusehen, dass diese neuen, bewusstseinsfähigen Geth sich gegen ihre Situation auflehnen würden. Wir wussten, dass sie einen Aufstand gegen uns starten würden. Also haben wir zuerst reagiert. Es wurde eine allgemeine Order an alle quarianisch kontrollierten Systeme geschickt, alle Geth permanent zu deaktivieren. Die Geth haben sich gegen diese Order gewaltsam aufgelehnt. Ja, Revolution. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie um ihr Überleben gekämpft haben. Wir hatten keine Wahl. Die Geth waren kurz davor zu rebellieren. Durch schnelles Eingreifen hätten wir den Krieg beenden können, bevor er überhaupt begonnen hätte. Wir hatten gehofft, dass die meisten Geth noch immer nur wenig intelligenter als Maschinen waren und keinen Widerstand organisieren konnten. Aber sie hatten sich viel weiterentwickelt, als wir es angenommen hatten. Es gab einen langen, blutigen Krieg. Sie haben viele Millionen Quarianer umgebracht. Am Ende wurden wir gezwungen, mit unserer Flotte zu fliehen und die Heimatwelt zu verlassen. Wir hatten zunächst befürchtet, dass die Geth uns verfolgen würden. Aber sie haben den Nebel nie verlassen. Und jetzt treiben wir als Exilanten durch das Weltall und suchen nach einem Weg, uns das zurückzuholen, was wir verloren haben. Oh, meine Güte. Das wird eine extreme Überlänge. Sie haben ihre gerechte Strafe erhalten. Unser Fehler war, die Geth überhaupt zu erschaffen. Aber es war kein Fehler, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Ohne Gegenwehr hätten sie uns ausgelöscht. Sie sind eine künstliche Lebensform. Sie haben keine Verwendung für organische Wesen. Nicht die geringste. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass Sie sich vom Rest der Galaxie abschotten? Welche Erklärung haben Sie dafür, dass Sie alle organischen Lebensformen getötet haben, mit denen Sie je in Kontakt getreten sind? Ja, nicht alle oder überrascht mich. Durch dieses Vorgehen haben Sie ihnen kaum eine andere Wahl gelassen. Glauben Sie wirklich, es wäre anders gelaufen, wenn wir gewartet hätten, wie Sie reagieren? Die Geth sind nicht die unschuldigen Opfer in dieser Geschichte. Sie sind der Feind. Sie wollen uns vernichten. Und nicht nur uns Quarianer, sondern alles organische Leben. Darum haben sie sich mit Saren zusammengetan. Und darum müssen wir ihn aufhalten. Ah, okay. Ich möchte mehr über ihre Pilgerreise erfahren. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Oh. Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ich finde es unverantwortlich, dass sie alleine gehen mussten. Wir werden nicht einfach herausgeworfen. Man bringt uns bei, wie wir außerhalb der Flottille überleben können und gibt uns hilfreiche Geschenke mit auf den Weg. Wir erhalten auch wertvolle Implantate gegen Krankheiten. Weil wir seit Generationen in einer isolierten und vollständig kontrollierten Umgebung leben, haben wir ein besonders schwaches Immunsystem. Wenn wir die Flotte verlassen, sind wir gut auf die Pilgerreise vorbereitet. Diese Sache stellt einen Übergangsritus für alle Quarianer dar. Wenn es gefährlich wäre, würden wir unsere Bevölkerungszahl schwächen. Fast alle Pilgerreisen enden mit einer triumphalen Heimkehr und einer Feierlichkeit zur Präsentation des Geschenks an den jeweiligen Flottenkapitän. Nun ist aber gut. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Ich glaube, wir sind fertig. Ich muss jetzt Bis dann. Halbe Stunde Überlänge, die Folge. Boah. Das ist extrem überlang. Ich glaube, ich muss mal kurz mit den... Ja, komm, das schaffe ich noch. Brauchen Sie Vorräte? Jetzt ist sowieso egal. Sehr gern, Commander. Der hat auch die Waffen. Ja, nichts Neues, keine Lizenzen. Warum sollte mir derjenige, der Lizenzen braucht, mir Lizenzen verkaufen? Das wäre paradox. Na jedenfalls, die geht... Okay, ich dachte jetzt ehrlich gesagt, das wäre ein Schwarmbewusstsein. Wie war das dann? Naja.
Es gibt auf jeden Fall Datenterminals von Geet. Also Raumstationen, mehr oder weniger, wo sie ihre Daten lagern. Aber okay, das erzählen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge Beyond Infinite and Ahead. Oder bis zur Unendlichkeit und viel weiter, oder wie das heißt. Und, Hops-Geschwindigkeit? Nein? Okay, bis denn.